Die innere Stimme von Brent Haskell, Kapitel 35, die Dynamik des Egos. Seid erneut gegrüßt, ich bin Joshua. Heute komme ich, um über etwas zu sprechen, das eigentlich eine Fehlbezeichnung ist, denn ich spreche über die Dynamik des Egos. Das Wort Dynamik zu gebrauchen, heißt anzudeuten, dass etwas getan werden kann. Von der Dynamik des Egos zu sprechen, deutet an, dass das Ego tatsächlich etwas tun kann, alles tun kann. Dieses wiederum ist in Wirklichkeit nicht möglich. Warum kann das Ego nichts tun? Die einfache Antwort lautet, das Ego existiert nicht. Was nicht existiert, kann ganz bestimmt nichts tun. Doch diese Antwort ist oft nicht so leicht zu verstehen, zu verinnerlichen und jenseits von Worten auf deine Erfahrungsebene zu bringen. Lass uns also heute das Ego betrachten. Ich sagte dir, dass der einzige Weg, Illusionen aufzulösen, der ist, sie direkt anzuschauen, während du in keiner Weise versuchst, sie zu schützen. Denn du bewahrst die Illusionen dadurch, dass du sie nicht anschaust. Ich sage dir jedoch heute, das Ego ist eine Illusion. Wenn wir deshalb gemeinsam diese Illusion auflösen wollen, wenn wir miteinander darüber hinausgehen möchten, müssen wir sie anschauen. Das werden wir heute zusammen tun. Was bedeutet es, das Ego zu betrachten, irgendetwas zu betrachten? Bedeutet das, es zu studieren? Bedeutet das, es zu diskutieren? Bedeutet das, es zu analysieren? Die Antwort ist nein, absolut nicht. Erinnere dich daran, was ich dir sagte und wieder sagen werde. Das Ego analysiert, der Heilige Geist akzeptiert. Wenn wir uns also das Ego anschauen möchten, wie sollen wir vorgehen? Wenn wir das betrachten, was nicht wirklich ist, wie sollen wir das tun? Etwas zu betrachten heißt, sich seiner Natur bewusst zu werden. Ich sagte dir, dass jede Idee einem Zweck dient und dass sich ihr Zweck in dem widerspiegelt, was es ist. Im Falle des Egos spiegelt sich sein Zweck in dem wider, was es zu sein scheint. Das Ego ist eine Idee. Es ist eine Idee, die du, der Sohn Gottes, außerhalb deines Selbst projiziertest, um Theater spielen und träumen zu können. Dass du etwas wärest, was du nicht bist, um wirklich das tun zu können, was nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, das zu sein, was du nicht bist. Es ist nicht möglich, das zu sein, was du nicht sein kannst. Der wesentliche Zweck des Egos wird in einer einfachen Idee gefunden. Das Ego ist die Idee, dass du, dass dein Bruder, dass jemand, dass etwas von Gott getrennt sein könnte. Das ist es. Das ist alles. Was hast du also getan, Sohn Gottes? Du hast auf den empfindlichen Mechanismus des Bewusstseins die Gedanken projiziert, die scheinbar deinen Geist besetzen und dir davon berichten, was du bist. Dieses ist die Essenz des Egos. Wie ich dir bereits sagte, ist das Ego eine Ansammlung von Gedanken darüber, wer du bist. Aber diese Gedanken sind die Gedanken, die auf das Bewusstsein projiziert wurden. Deshalb sind sie überhaupt nicht deine wahren Gedanken. Es sind Gedanken, die keine Wirklichkeit haben und die nicht von dem sprechen, was wirklich ist. Dein Ego ist eine Ansammlung von Gedanken, derer du dir bewusst zu sein scheinst und die dir scheinbar erzählen, was du bist. Aber die Gedanken sprechen nicht von dem, was du wirklich bist. So hörst du auf der Ebene deines denkenden Geistes Gedanken, die dir sagen, dass du etwas bist, von dem du tief in dir weißt, dass du es nicht bist. Ich versichere dir, dass das in dir Konflikt erzeugen muss. Man benötigt dazu absolut kein logisches Denken, um zu erkennen,
dass wenn du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist und nicht sein kannst, du in Konflikt sein musst. Letztlich ist dieser Konflikt die Quelle all deiner Angst. Höre mir jetzt sehr genau zu. Du hast in deinem Ausspielen des Traums, der Trennung, die Gedanken auf das Bewusstsein projiziert, die dir davon berichten, was du bist, die aber nicht die Wahrheit sprechen. Was ist die zentrale Botschaft jener Gedanken, derer du dir bewusst bist? Was ist die zentrale Botschaft des Egos, wie ich von ihr spreche? Die zentrale Botschaft des Egos ist, dass du vollkommen allein bist und sein musst und immer bleiben wirst. Das ist alles. Du weißt in deinem denkenden Geist, dass völlig allein zu sein nicht das ist, was du dir wünschst. Du weißt selbst auf der Ebene des Bewusstseins, dass du dir wünschst, zu lieben und geliebt zu sein und mit deiner Welt, mit deinen Brüdern in Beziehung zu sein und mit Gott. Dieses weißt du. Das Ego ist diese Ansammlung von Gedanken, die dir sagen, wenn du ihnen zuhörst, dass du ganz allein bist und es immer sein wirst. Wie kann dies sein? Fühlst du jetzt, während du dir dies anschaust, was wir gerade tun, dass du eine Stimme hörst, die deinem Gewahrsein zuflüstert, du bist allein, du bist allein, du bist vollkommen allein? Du musst, wenn du wählst, jener Stimme zuzuhören, in Konflikt sein und Angst haben. Die Stimme des Egos ist die Stimme der Furcht. Was ist aber, wenn du innehältst und dir das anschaust? Hierin liegt nun der schwierige Teil. Die Stimme des Egos, wenn du sie nicht als Illusion betrachtest, scheint dir zu sagen, wer du bist. Du hast diese Welt des Raums und der Zeit und der Illusion auf diese Weise entworfen, dass du wortwörtlich glaubst, dass diese kleine Ansammlung von bedeutungslosen Gedanken das ist, was du bist. Du glaubst, dass wenn das zunichte ginge und die Illusion aufgelöst würde, du sterben müsstest. Deine größte Angst ist daher, dass du die Quelle deiner eigenen Angst verlieren könntest. Du kannst also sehen, dass die erste Dynamik des Egos die ist, dich davor zu ängstigen, deine Angst loszulassen. Würdest du deine Angst aber loslassen, dann würdest du dich plötzlich der Erkenntnis dessen öffnen, was du bist, der Bewusstheit des Sohns Gottes. Wenn du deine Angst loslassen würdest, ist es das, was passieren würde. Aber dir erscheint es so, dass du ganz gewiss sterben müsstest, wenn du dies tust. Deshalb ist die Dynamik des Egos, deine Angst so zu bewahren, als wäre sie deine eigene Existenz. Erkennst du das? Was bedeutet Existenz jedoch überhaupt? Wenn du glaubst, dass du existierst, wenn du glaubst, dass du lebst? Wenn du glaubst, dass du existierst und das zu existieren bedeutet zu sein, dann wünschst du, deine eigene Existenz zu bewahren. Deshalb glaubst du, dass es dich glücklich macht, das zu bewahren, was du dich selbst nennst. Du siehst nun, dass die Arbeitsweise des Egos, die du geplant und auf diesen Platz gesetzt hast, auf eine Weise funktioniert, dass sie dich davon überzeugt, dass es dich glücklich macht, wenn du absolut allein bist. Aber das ist eine unwahre Voraussetzung, die von dir nur angenommen werden kann, wenn du die Abwesenheit des Egos mit deinem eigenen Tod gleichsetzt. Sicherlich erscheint es besser, zu existieren, als nicht zu existieren. Warum setzt du zu existieren mit Glück gleich, obwohl das, was du Existenz nennst und wovon du glaubst, dass es die Quelle deines Glücks ist, das Fundament in der Angst hat? Siehst du das? Wie kann das Ego das schützen, wenn schon jetzt, während du es betrachtest, es überhaupt keinen Sinn ergibt?
Hier ist der Schlüssel, den ich dir gab. Das Ego analysiert, der Heilige Geist nimmt an. Was tust du, wenn du annimmst? Was tust du, wenn du dein eigenes Leben annimmst, die Erfahrungen, die Umstände, die zu dir kommen? Was tust du, wenn du deine Brüder annimmst? Was tust du, wenn du Gott annimmst? Du öffnest dich einfach. Du öffnest dich ohne Widerstand, ohne Einschränkung und ohne ein Programm darüber, was du im Prozess deiner Öffnung schützen musst. Wenn du dich öffnest, wirst du dir der Ganzheit bewusst. Du wirst dir der Vollständigkeit bewusst, dem Einssein, das Gott ist, das Leben ist, das deine Brüder ist und das du bist. Ich sage dir jetzt, in dem Moment, in dem du dich völlig der Existenz öffnest, der Gegenwart des Lebens, dem Sein selbst, in diesem Augenblick wird das Ego sich ohne Anstrengung sofort auflösen und zu dem werden, was es immer war. Überhaupt nichts. Aber das Ego analysiert. Das Ego nimmt Teile des Ganzen und behandelt sie, als wären sie vollständig. Was ist das? Das ist Trennung, nicht wahr? Wenn du einen Teil von allem, was ist, einen Teil von Gott nehmen kannst und diesen so behandelst, als wäre er unvollständig, musst du dich von deinem Bewusstsein, von allem Übrigen und was außerdem noch Gott ist, getrennt haben. Das ist genau die Art und Weise, wie du deinen Geist spaltest oder scheinbar gespalten hast. Wenn du jetzt einen Teil der Ganzheit nimmst und ihn als vollständig betrachtest und wieder das nimmst, was wie ein anderer Teil zu sein scheint, und es als vollständig siehst und noch einen und noch einen und noch einen, dann webst du aus diesen Stücken ein neues Bild dessen, was das Leben zu sein scheint, gemacht aus den Stücken, die durch Definition vom Rest der Schöpfung getrennt sind. Deshalb scheinst du durch das Analysieren, dadurch, dass du das in Stücke reißt, was ganz ist, eine Welt zu bauen. Es ist das Analysieren, das sie zu bauen scheint. So funktioniert das Ego. Nun sagte ich dir, dass, um an Trennung glauben zu können, um glauben zu können, dass du völlig allein bist, die Gedanken des Bewusstseins auf das Bewusstsein des Geistes projiziert wurden. Ich sagte dir, dass das, was das Ego zu sein scheint, was zu funktionieren scheint, was scheinbar seinen eigenen Willen hat und in der Lage ist, Dinge zu tun, tatsächlich nicht mehr als eine Ansammlung bedeutungsloser Gedanken ist, die nicht die Wahrheit sprechen. Wenn du die Illusion dieser Welt benennen möchtest, wenn du sie betrachten möchtest, um sie aufzulösen und gehen zu lassen, wenn du das nur deshalb machst, um zu der Bewusstheit dessen, was du bist, zu erwachen, schau noch einmal auf das, was ich dir heute sagte. Alles, was du zu sein scheinst, ist eine Ansammlung von Gedanken, deren Basis Angst sein muss, weil die zentrale Idee ist, dass du vollkommen allein bist, immer warst und immer sein wirst. Um jenen Glauben zu bewahren, veranlasst dich das Ego, dein Alleinsein zu hegen und zu pflegen, als ginge es um dein Leben. Deshalb glaubst du, dass vollkommen allein zu sein die Quelle deines eigenen Glücks ist, während du in Wirklichkeit nur Angst hast, die Quelle deiner Furcht loszulassen. Siehst du das? Wenn du also das Ego betrachtest und seine Illusion des Alleinseins auflösen willst, was musst du tun? Hör auf die Stimme des Heiligen Geistes. Denn sie wird von Annahme sprechen. Sie wird von Öffnung sprechen. Sie wird von Ganzheit und Einssein sprechen. Nirgendwo innerhalb des Annehmens, innerhalb der Ganzheit und des Einsseins und ja, innerhalb der Liebe, nirgendwo innerhalb jenes Gerüstes kann die winzigste Idee von Trennung
auch nur aufkeimen. Was sollst du also tun, wenn du das Ego auflösen möchtest und dich daher von seiner Dynamik, welche ja, wie wir sagten, überhaupt keine Dynamik ist, befreien willst? Was sollst du tun? Du sollst dich dem Leben öffnen. Was ist die beste, die höchste Wiedergabe des Lebens? Wie kannst du dich am besten öffnen hier in deiner Welt von Raum und Zeit und von Körpern? Die höchste Darstellung dessen, was du annehmen musst, ist dein Bruder. Wenn du also die Quelle deiner Angst so betrachtest, wie ich es dir heute zeigte, nimmst du einfach deinen Bruder an, nimmst du das Leben an und nimmst Gott an. Wenn du das tust, muss das Ego sterben. Was ist der einfachste Weg, deinen Bruder, der eins mit dir ist, anzunehmen? Es ist der, jeden Bruder ausnahmslos anzuschauen und zu sagen: Ich vertraue dir, dass du mich liebst. Ich vertraue dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Wenn du deinen Bruder ohne Widerstand ausnahmslos annimmst, wirst du die Gegenwart der Liebe erfahren. Denn das, versichere ich dir, ist alles, was es gibt. Wenn du aber aus der Illusion des Egos heraus agierst, um es fortbestehen zu lassen, wirst du deinen Bruder als von dir getrennt sehen, mit einem anderen Willen als deinem eigenen. Wenn du jedoch annimmst, wenn du dich öffnest, verflüchtigen sich alle Gedanken von anderen Willen in Sekundenschnelle. Alles, was zurückbleiben wird, ist Liebe. Wenn du dich öffnest und die Gegenwart Gottes annimmst, sagst du einfach: Ich vertraue. Ich vertraue, dass der Wille Gottes für mich vollkommenes Glück ist und dass Gottes Wille für mich derselbe ist wie mein eigener. Im Annehmen der Ganzheit und des Einsseins, was lediglich dein und Gottes Wille in vollkommener Harmonie ist, wirst du feststellen, dass du dich der Liebe öffnest. Das Ego, diese einfache Illusion der Trennung, das du gewagt hast anzuschauen, wird im Nu vergehen und du wirst frei sein. Ich segne euch, das ist alles.